Ein Adventskalender to go zum Verschenken als Explosionsbox kommt bei jedem Beschenkten sicher gut an. Den Boden dieses Schachtel schneide ich zuschneiden mit einem festen Papier, und zwar 21 auf 21 cm, und mache den Pfalz bei 7 cm, und ich ganz rund ummache, also das heisst 4 Mal. Die 4 gefalteten Seiten schneide ich jetzt ausschneiden, dass es nachher so ein Schweizer Kreuz gibt. Beim Deckel hat es hier andere Massen, die ich zuschneide, und zwar 18,2 auf 18,2 cm. Und die Fels sind bei 5,5 cm auf allen Seiten. Der Deckel wird eingeschnitten wie ein Mühlenwindrad, damit man es besser leimen kann und nicht zu dicke Flächen hat. Am Bodenteil braucht es 4 Stempelteile, wo man etwas draufstempeln kann, oder jetzt hier die Schneeflocken draufkleben, die ich ausgestanzt habe mit dem Restenpapier. Und auf den Deckel kommt auch noch ein weißer Designkarton, wo man einen wunderschönen Text draufstempeln kann. Und so ist der Adventskalender oder Adventskranz to go fertig, wo man die Kerzen aber wegnehmen muss und nicht auf dem Papier runterbrennen. Der Beschenkte wird sicher Freude haben, wenn er das magische Böckchen auftut und die wunderschönen Kerzen mit dem Sprüchli lesen kann.